willkommen in der Backstube Las Palomas. Heute ist es ein bisschen enger bei uns. Ich habe mir mal ein paar nette Nachbarn eingeladen, hier alle von Las Palomas. Und wir machen heute auch mal ein bisschen was anderes. Es ist nicht unbedingt jetzt eine Rezeptur für die Bäckerei, wobei auch die Bäcker nach diesem Konzept auch arbeiten könnten, halt im größeren Stil in ihrer Maschine. Und wir machen ein gerührtes Vollkornbrot und wir machen mit einem Kilo Mehl 2,2 Kilo Teig. Das heißt, wir machen drei schöne Vollkornbrote à 700 Gramm, also eine Mods-Ausbeute. Und wir brauchen heute auch keine Teigmaschine, wir brauchen eigentlich kaum Equipment, wir brauchen nur Schüssel, Wasser, einen Rührlöffel, einen Schneebesen und dann legen wir los. Also es ist ganz simpel und wir wollen das heute testen und deswegen auch die Nachbarn, die netten hier, die das heute einfach mal mitmachen wollen und sehen wollen, wie einfach wir ja, Dinkel-Vollkornbrot backen können. Vielleicht wollt ihr euch ganz kurz mal vorstellen. Ja, mein Name ist Antje. Ich freue mich heute hier vom Profi lernen zu können, wie ich einfach ein Brot backen kann, auch zu Hause, ohne irgendwie Sauerteig, ohne groß viele Dinge, die man vielleicht hier auch nicht so gut einkaufen kann, mit ganz einfachen Zutaten tolles Brot zu backen. Da freue ich mich. Ja, grüß euch. Ich bin der Hans, ich bin der Nachbar vom Horst und bin da interessiert, wie man mit einfachen Mitteln da ein gutes Brot backen kann. Wobei mein Schwerpunkt eigentlich dann aufs Essen liegt. Ist auch wichtig. Hallo, ich bin Silke. Ich möchte heute gerne mal einem Profi über die Schulter schauen. Ich koche und backe gerne, auch für die Familie und wir essen halt auch sehr gerne. Ich freue mich auf den Tag. Dann legen wir jetzt los. Genau. Wir gehen einfach mal so vor. Ich mache jetzt einmal diese gerührte Variante einmal vorne. Dann gehe ich ein bisschen auf die Seite, mache Platz und dann werden die Herrschaften hier das Gleiche auch tun. Ich fange mal mit dem Wasser an. Also wir brauchen genau 1000 Gramm Wasser. Hier habe ich schon die Saaten vorbereitet, oder ich fange hier auf der Seite an. Das sind 5% auf Mehl gerechnet, also jeweils 50 Gramm Leinsaat, 50 Gramm Kürbiskerne, 50 Gramm Sesam, die Sonnenblumen verstecken sich hier unten, das sind 50 Gramm. Einfach ins Wasser rein. Dann haben wir hier 30 Gramm Salz. Das ist 1,3% Salzmenge auf die Teigmasse gerechnet. Dann haben wir hier 15 Gramm Hefe. Das ist 1,5% auf Mehl gerechnet. Und jetzt brauchen wir, weil wir ja heute ein bisschen faul sind und keinen Sauerteig gemacht haben, mache ich die Säure einfach mit einem Obstessig. Das hier ist jetzt eine Tafel, ein Apfelessig. Und da brauchen wir 50 Gramm. Der hat 5% Säure. So, 50 Gramm Essig. Und im Vollkorn macht sich immer so als Gegenspieler zu der Säure eigentlich ein Honig ganz gut. 30 Gramm Honig, das sind 3% Süße. Das könnt ihr auch weglassen, aber es zeigt sich, dass die Abrundung sauer und süß durch Honig eigentlich vom Geschmack her immer besser ist, wie wenn ich jetzt gar nichts tue. Aber man könnte auch Zucker nehmen, aber das ist dann auch wieder von der Deklaration her nicht gut. Und ich finde, ein Honig im Brot, im Vollkornbrot, gerade zum Thema Dinkel, passt eigentlich ganz gut. So, wir sind schon fertig. Ich rühre das einmal schön glatt, dass alles so ein bisschen im Wasser vermischt ist. So, unsere Saaten sind alle eingemischt. Jetzt kommt einfach nur noch unser Dinkelmehl dazu. Wir haben hier ein Trigo Esbelda, das ist die spanische Bezeichnung für Dinkel. Das kommt hier vom Supermarkt auf der Insel und hat aber eine deutsche Herkunft. Also das Dinkelmehl kommt von der Friesinger Mühle aus Bad Wimpfen. Das ist in Baden-Württemberg eine gute Mühle.
die auch eine schöne Dinkeltradition hat. So, das schütten wir rein. Und jetzt mischen wir das einfach nur einmal locker durch. Andere Schüsseln sind etwas größer, dann kann man ein bisschen kräftiger gleich rühren. Aber das kriegen wir so auch hin. Also man braucht kaum Kraftaufwand, einfach nur glatt rühren. Dass es mehr oder weniger homogen gemischt ist. So, das war's schon. Noch einen Schaber. So, das sind jetzt 2,2 Kilo Teig. Dinkel-Vollkornteig mit den Saaten, alles gleich drin. Und das lassen wir jetzt ungefähr 1,5 Stunden einfach stehen. Und in dieser Zeit findet praktisch die Ausquillung des Glutens aus im Dinkel. Und das ist praktisch unser Effekt des Knetens. Deswegen brauchen wir nicht zu kneten. Wir machen das am Ende nochmal. Einmal wird das nochmal kurz zusammengerührt. Und dann können wir das in die Formen einfüllen und sofort und dann später backen. Nachdem die Endgare dann fertig ist. Ja. Wie wollt ihr es haben? Einfach rein damit und fertig. Die Schüssel könnt ihr mir gleich hier geben. Kriegt ein bisschen mehr Platz auf dem Tisch. Ist es nicht gut? Ja. Macht ihr wunderbar. Jetzt macht ihr Salz rein, bitte. Braucht ihr jeweils noch 50 Gramm Essig, das müsst ihr jetzt selbst abwiegen. Bitte auf Tara drücken, auf 0, dann kann jeder noch 50 Gramm Essig. Bisschen vorsichtig, weil wenn er den überdosiert, dann wird es beim Geschmack dann ein bisschen extrem. Ein bisschen sauer. Die lassen wir noch durchgehen. Und? 52. dann kannst du hier schon anfangen mit dem Honig. Nochmal Tara drücken. 30 Gramm Honig. Jetzt darfst du fangen. Kann ich anfangen? Warte, ich muss Tara. Ha, 50. So, einfach drüber einmal. Das kann man recht gut dosieren. 30, ja? 30 Gramm, bitte, ja. Können wir dann ausprobieren, ob man einen Unterschied merkt, wenn 52 Gramm. Man könnte auch 50 Gramm nehmen, also hat man 5%, dann wird es schon beinahe süß. Es gibt Leute, die mögen das ganz gerne. Ich finde, 3% ist so immer in der Mitte, wo man so ein ausgeglichenes Aroma hat. Mhm. Also könnte ich jetzt auch, so im Rheinischen gibt es diesen Rübensaft. Kennst du den? Rübensirup kann man auch. Ja, sicher. Ne? Finde ich sogar beinahe besser, weil das mehr so eine mineralische Note hat und auch eine schöne Süße. Mhm. Wobei beim Honig haben wir wieder die Inhibinen, wir haben Enzyme, die helfen beim Backprozess wieder ein bisschen. Auch als Nahrung für die Hefe. Mhm. Der Honig wird ja verstoffwechselt durch die Hefezelle, durch die lange Teigruhe. Mhm. Ja. So, wenn ihr alle jetzt Honig alles drin habt, dann dürft ihr jetzt rühren. Hans, nimm du deine Schüssel von der hohen Vase runter. Und ansonsten kommen da keine Gewürze irgendwie rein. Könnte man jetzt machen. So. Ich bin bei Dinkel immer ein bisschen vorsichtig. Was Gewürze anbelangt, weil ich finde, der Dinkel hat ja eine gute eigene, so eine leicht nussige Ausrichtung. Und
mir fällt nicht richtig was ein, was dazu passen würde. Also Kümmel auf keinen Fall. Ja, man könnte vielleicht so im Bereich Anis oder Boxhornklee was machen. Aber das ist reine Geschmackssache. Also ich mache das eher nicht, weil man trifft dann nie den breiten Geschmack. So, mehr braucht ihr nicht. Ihr müsst nur einmal glatt rühren und fertig. Und jetzt könnt ihr euer Mehl hier dazu schütten. Einfach rein. Die Packungen stimmen meistens ziemlich genau. Das sind mal 10 Gramm mehr oder mal 15 Gramm. Mhm. Kann ich noch wohlwollend die Firma Friesinger loben. Die haben eher immer Übergewicht in der Tüten. Ich treffe auch immer mal Packungen, wo dann auch mal 30 Gramm fehlen. So, nimm den Schneebesen. Halt. Ja, das Ding immer schon. Guck mal, hier habt ihr wunderschöne Holzlöffel. Lebt nachher, ne? Ja. Ach so. Hast du schon einen Fehler gemacht? Ja. Mein Gott. Die Fehler gehören dazu. Darf ich da kurz helfen? Ach, warte. Nicht so schön aufgepasst. Aber nichts passiert. Machst da hier mal Platz. Genau. So, dann kannst du loslegen. Dankeschön. Gerne. So, Schaber hat auch jeder. Also wie gesagt, ihr müsst nicht mit großer Gewalt, ne, normal, früher habe ich immer gesagt, so wie ein Spätzleteig schlagen braucht man gar nicht. Ihr müsst ihn einfach nur glatt rühren. Also das Mehl sollte schon nicht mehr zu sehen sein, ne? Also ihr müsst eine homogene Masse haben. Ne, die das ist übrigens ein anderer Vergleich mit den Spätzle, weil bei uns isst man keine Spätzle. Mhm. Ein Spätzleteig wird geschlagen. Ich kann das mal kurz vormachen, aber das braucht man hier nicht, weil das ist dann auch Kraftaufwand. Lässt sich eigentlich schön. Ja, kann man. Wir haben ja viel Flüssigkeit. Wir haben ja mit dem Essig zusammen haben wir 2050 Gramm Flüssigkeit, ja, auf ein Kilo Mehl. Das ist ja schon eine schöne Ansage. Und wir haben ja nichts drin, was zusätzlich bindet. Ja, in den Bäckerrezepten habe ich meistens, dann arbeite ich eher mit Psyllium, mit Pflanzenfasern, die zusätzlich das Wasser binden, oder mit Extrudaten. Und das machen wir hier ja alles nicht. Wir haben ja hier nur wirklich Wasser, Saaten, Salz, Hefe sozusagen. Pflanzenfasern? Ja. Gibt es da noch in so Bäcker? Nehmen die sowas her? Ja, das kann man nehmen, um halt die Wassermenge zu binden. Weil wir müssen ja beim Dinkel immer uns überlegen, wie kriegen wir Wasser da rein. Weil wenn wir das nicht reinbringen, dann haben wir einfach kein gutes Brot. Mhm. Demnächst kommen noch ein paar Käfer rein, weil es jetzt erlaubt ist. Ja gut, das wird man vermeiden. So, das ist schon ganz gut. Darf ich dir mal sagen, wenn du jetzt ein Spätzleteig hättest, dann müsstest du so reingehen und so schlagen. Ah, okay. Aber wie gesagt, das braucht man nicht. Die Knetung passiert jetzt durch die Verquillung in der nächsten eineinhalb Stunde. Jetzt macht ihr eure Löffel hier schön sauber. Könnte ich auch mit der Maschine, mit dem Kneter? Oder würdest du ja, das brauchst nicht du besser über Brot nicht. Braucht man nicht. Werde ich nicht machen, nein. Okay. Handarbeit, hast du auch gesagt. Ja, du bist ja fertig. Du brauchst gar nicht so lange zu rühren. Das ist schon ist gut, das ne? Ist okay. Ja. Der muss nur glatt sein. Hier auch, fertig. Genau, den könnt ihr jetzt zusammenlegen und wenn du hinterm Vorhang schaust, da liegen so Geschirrtücher, da kann jeder noch über seine Schüssel ein Geschirrtuch drüber legen. Mhm. Da hinten dran oben, genau. Dieses? Ja, gerade 3 Stück für jeden. Darf ich denn noch? Bitte. So, dann haben wir den anderen weg. Ganz. Okay. Na super. Haben wir's. So, also unsere Teige sind fertig. Die bleiben jetzt, wie gesagt, hier bei Raumklima. Ich sag mal, wir haben hier gefühlt 24 Grad, 25 Grad, so wie es in Deutschland in der beheizten Wohnung auch in etwa ist. Und
Den lassen wir jetzt, wie gesagt, eine und eine halbe Stunde stehen. Und jetzt findet eigentlich die Reifung, der Geschmack, das Aroma, all das, die Ausquillung, das passiert jetzt in der nächsten Zeit. Es geht weiter. Eineinhalb Stunden sind vorbei. Unsere Teige haben sich schön entwickelt, wie ihr hier seht. Die müssen wir jetzt nur noch mal kurz einmal nachrühren. Unsere Knetzeit war eigentlich jetzt diese eineinhalb Stunde Teigruhe. Wenn man das so sich anschaut, dann ist der schön zäh geworden, der Teig. Und das ist praktisch wie kneten. Aber ich gehe jetzt noch einmal mit dem Löffel hier durch, um halt noch einmal die Bindigkeit vom Teig so ein bisschen zu erhöhen. So, hat wunderbare Bindigkeit, schön zäh. Und das Ganze mit einer TA von 205. Ohne irgendwelche Hilfsmittel, ohne Bindemittel. So, und den Teig, der wird auch nicht geknetet oder gewirkt oder irgendwas gemacht, sondern wir gehen einfach mit feuchten Händen in die Teigschüssel hinein. Dann klebt auch nichts und füllen den einfach in die Form. 1100 passt perfekt. Hier haben wir ein bisschen mehr. So, der ist jetzt aufgeteilt auf diese beiden Formen. Das sind die normale Formen, wie man sie in den Supermärkten immer kaufen kann. Die Länge ist 30 cm, die Breite ist innen gemessen zu 9,5 cm. Normale Kuchenformen halt. Und das gibt dann 1 Kilo Mehl, 2 mal 1,1 Kilo Brot. Oben können wir jetzt noch ein bisschen abstreichen. Einmal noch einmal hier ins Wasser gehen. Unsere Sahne, wo haben wir die Mischung? Ah, hier. Einfach ein bisschen abstreuen. Ist dann mehr was für die Optik. Und natürlich auch Geschmack, muss man sagen. Nochmal ein bisschen andrücken. Dann so einen weichen Teig kann man nicht mit dem Messer schneiden. Das geht nur bei festerer Teigführung. Und ich nehme mir einfach immer eine Schere ins Wasser rein und schneide einfach hier mit der feuchten Schere einen Längsschnitt. Nachher bei den Würfeln machen wir das über Kreuz. So, zwei Brote sind schon fertig. Also das war jetzt nur zweimal kurz gerührt. Und das hat jetzt nochmal eine Endgare von 20 Minuten und dann gehen wir in den Ofen rein. Zu der Temperatur sage ich nachher noch was. Für was war jetzt der Messerschnitt? Scherenschnitt? Dass wir hier einen Ausbund kriegen. Mhm. Ja? Da springt das Brot dann auf. Da springt das Brot nachher auf, mhm. und weil wir kriegen ja einen Gastrieb in der Backhitze. Und wenn ich das nicht mache, dann reißt es an der Seite auf, weil dort am wenigsten Hitze hinkommt. Okay, wenn ich aber dem Teigling ein Ventil gebe, dann geht der Druck nach oben, okay. Und dann kriege ich den Ausbund. Ne? Das sieht man ja auch oft beim Bäcker. Ja, ich hole gerade immer. Das brauchen wir. Dafür gibt es jetzt einen ganz großen. Weil das ist wichtig, dass wir nochmal die Vernetzung vom Klebergerüst machen, weil das ist später im Ofen der Gastrieb. Den haben wir jetzt hier noch nicht so optimal, aber wenn du gerührt hast, dann ist das alles noch einmal besser vom Gashaltevermögen später für den Ofen, damit das Brot locker wird. Okay, also noch einmal. Noch einmal durch, ja. Gar nicht so viel, nur den Teig schön, dass es nicht aufzieht. Ihr merkt ja, wenn er schön mit dem Löffel mitgeht, dann habt ihr schon alles gemacht, was wichtig ist. Ja. Den kannst du mal geben, den mache ich weg. Ja, okay. So, dann jetzt. Jetzt geht's los. Ja, dann sollte das passen, oder? Ja, das ist schon gut.
einfach einfallen lassen. Also so 730 Gramm ungefähr müsste passen. 730, das passt, lass mal so. Ja? Ja, also wie 5 Gramm hin und her machen wir es jetzt noch nicht durcheinander. Immer nochmal ins Wasser, ne? Dann hast du auch nichts an den Finger kleben. Siehst du, jetzt klebt auch schon ein bisschen mehr. Ne? Das können wir lassen, ne? Ja. In Überhangmenge kannst du auch nochmal verteilen, wenn noch was das übrig ist. Das wird wahrscheinlich mehr sein jetzt, denke ich. Und, wo sind wir? Zu viel. Ja, jetzt tust du da so ein bisschen noch vermitteln und da drauf werfen. Dann mache ich dir hier auch ein paar Saaten noch drauf. Ne? Also die Mischung hier, das ist Leinsaat, Sesam, Sonnenblumen. Das ist mehr oder weniger das gleiche, was wir auch im Teig drin haben. Nur die Kürbiskerne, die lassen wir weg, weil die immer so gern wegfallen. Das ist doch easy, oder? Einfach. Einfach. Bis jetzt. Ne? Bis jetzt, okay. Schauen, was dabei rauskommt. Also nur gucken, was aus dem Ofen kommt. Genau. Aber ich kann da jetzt schon versprechen, auch aus dem Ofen kommt das auch ordentlich raus. Ja. Morgen beim Frühstück wissen wir mehr. Und jetzt kommt der Scherenschnitt. Ich zeig's hier einmal, den Rest machst du dann, ne? Genau. Weil das ja mehr oder weniger eine fast quadratische Form ist, mache ich hier immer ganz gern so überkreuzt den Schnitt. Ne? Also ich gehe einmal so durch, nochmal ins Wasser, dann nochmal hier. So, und jetzt haben wir so einen Schnitt überkreuzt. Man sieht ihn nicht, aber du wirst sehen, der kommt dann später beim Backprozess. Ne? Hier deine nächste. Und Antje macht dann ihre auch noch. Musst ein bisschen noch weiter herzhafter. Okay. Mach sie weiter auseinander, dann hast du das immer in einem Schnitt. Ne? Ah, okay. Weil sonst kommt das dann doch nicht so ganz gut, wenn du nur so leicht, darfst keine Angst vor dem Teig haben. Einfach. Also schon tief rein. Ja, ruhig tief rein. Und schön weit auseinander, dann musst du nur zweimal schneiden. Die Länge. Aber ihr könnt euch ja vorstellen, mit einem normalen Messer ist da nichts zu machen mit dem Teig. Ja. Ne? Also es geht, wenn man schneiden will, nur mit Schere. Wer jetzt kein Problem hat, wenn das seitlich abreißen sollte beim Backprozess, der schneidet halt nicht. Aber wenn wir schneiden, dann geben wir halt damit geht der den Ausbund in die Mitte. Ja. So, da liegt die Hobbybäckerpracht. Und der Teig hat ja schon eine schöne, tolle Vorreife, aber den lassen wir jetzt noch einmal 20 Minuten stehen und dann gehen wir mit 250 Grad in den Ofen rein, geben ein bisschen Dampf, also Schwaden dazu und gehen dann mit der Backtemperatur aber nach 5 Minuten runter, so auf 200 Grad und backen die dann ungefähr 60 Minuten bei dieser Hitze aus und dann, wenn wir alles richtig gemacht haben, habt ihr dann ein schönes Vollkornbrot. Dann bis später. So, das war's. Und was, wenn wir jetzt nicht warten würden, sondern gleich, was war jetzt dann? Dann gibt es auch Brot, aber dann ist es zu jung. Dann tut es unkontrolliert reißen und die Krume ist dichter. Okay. Hat weniger Porung. Nicht so locker dann. So, unsere Brote sind jetzt im Ofen und backen. Und wir haben, weil wir das frische Brot natürlich heute nicht mehr prüfen können, habe ich mir erlaubt, das gleiche Brot, die gleiche Rezeptur habe ich gestern schon gebacken. Die sind jetzt einen Tag alt und die wollen wir uns jetzt ganz gerne mal noch anschauen. Und wir gehen davon aus, dass unser Backergebnis, was wir jetzt im Ofen haben, morgen genauso ausschaut wie die Brote hier. Und wenn wir uns das mal anschauen, das ist jetzt 100% Vollkorn. So ein Teil wiegt ungefähr 700 Gramm. Jetzt nach dem Ausbacken mit den Saaten außen noch drauf. Ist ein schönes Stück, meine ich, für 100% Vollkornbrot. Und wir haben diese drei Brote sozusagen mit einem Kilo Vollkornmehl gebacken. Das ist das Schöne. Und es geht total einfach und easy. Ich glaube, ihr könnt das jetzt bestätigen, dass es kein großes Hexenwerk ist.
Und jetzt schauen wir uns mal die Brote an, die Krusten, alles sieht schön aus. Gleichmäßig, der Ausbund hier ist eigentlich auch schön, ne? Obwohl da kaum Knetenergie drin ist. Ne? Wir haben da nur ein bisschen händisch mit dem Rührlöffel sozusagen ein bisschen Energie reingebracht. Der Rest ist alles Quellung. Schneide das gerade mal mitten durch. So, jetzt dürft ihr gern auch mal schauen oder ich schneide mal, schön. Mal euch ein paar Stücke runter. Das sieht man schon so, gell? Hm. Ja. Ich sag mal nur gerührt, nicht geschüttelt oder was ähnliches. Ihr dürft gerne mal das Brot probieren. Machen wir doch. Und, riecht schon ganz gut. Ja. Und das Ganze, ja, tatsächlich nur die Säure von dem 5% Obstessig, was wir da drin haben. Die Krume ist jetzt nach einem Tag, würde ich sagen, schön feucht. Ja. Mhm. Ja. Und wenn wir mal probieren, kein Fremdgeschmack oder was drin ist, oder kein Gewürz, nichts haben wir drin. Die Säure kommt dezent, würde ich sagen. Schmeckt genau richtig. Und nach hinten eine leichte Süße. Mhm. Ja. Mhm. Genau das haben wir heute auch gemacht. Und würdet ihr sowas bei eurem Bäcker kaufen? Ja, also ich. Ja, ja. Ja. Okay. Mhm. Und das ist so einfach. Das könnte natürlich auch ein Bäcker machen. Wenn jetzt jemand einen höheren Anspruch hat, hier ist ja wirklich einfach die Zutaten alle zusammengerührt und die Säure ist praktisch über den Obstessig in die Rezeptur eingebracht. Wer jetzt mit Sauerteig sich zutraut zu arbeiten und ein bisschen mehr Engagement zeigen will, der kann das Rezept genauso lassen, wie wir das heute gezeigt haben. Der geht nur einen Tag vorher hin, nimmt von dem 1 Kilo Vollkornmehl 300 Gramm, 300 Gramm Wasser mit 40 Grad, also TA 200, und gibt 1% Starter hinzu, also 3 Gramm. Die wird ins warme Wasser eingerührt, das Vollkornmehl dazu. Dann hat man am besten so eine kleine Thermobox, eine Styroporbox, stellt den Sauerteig da rein, Deckel drauf bei Raumklima, Anfangstemperatur, wenn es geht, 33 Grad, 16 bis 18 Stunden stehen lassen. Dann wird dieser Fermentteig nach 18 Stunden mit einem pH von etwa 4,2, geht in die Rezeptur hier rein, so wie wir es heute auch gemacht haben, ins Wasser reinrühren und der Essig entfällt die 50 Gramm. Dafür nimmt ihr 50 Gramm Wasser mehr in die Basisrezeptur rein und dann habt ihr das mit Vorteig. Dann ist es im, sag mal, nächsten Qualitätslevel und wird meiner Meinung nach noch mal etwas besser. Und mehr wie 30% aber bitte nicht versäuern, weil Dinkel braucht per se keine Säure zum Backen, sondern wir brauchen die nur zum Stabilisieren der Krume, zur Frischhaltung, dass wir keine Krankheiten reinkriegen, dass es nicht schimmelt. Dafür brauchen wir die Säure. Ja, da ist sie wichtig und deswegen funktioniert das auch hier so gut mit dem Essig. Das ist definiert immer 5% Säuregehalt im Essig, also im Tafelessig. Das geht genauso. Kann jeder für sich entscheiden, wenn ihr das in der Bäckerei im großen Stil machen wollt, bitte immer Wasser und Saaten zuerst in den Kessel geben, kurz durchmischen, damit die Leinsaat ein bisschen das Wasser gleich mal wegziehen kann und aufnehmen kann. Mehl dazu, eine Minute mischen, eineinhalb Stunde stehen lassen, noch einmal eine Minute nachmischen, in Formen füllen, Endgare backen. Es ist total einfach, deswegen ist natürlich das auch ein schönes Rezeptur für Hobbybäcker. Man kann, wenn man mal einfach ein Kilo Dinkelmehl im Angebot erwischt, nimmt man es mit nach Hause, man braucht noch Hefe und alles andere hat man eigentlich im Haus. Ich bedanke mich bei euch. Gerne. Es hat Spaß gemacht mit euch. Ja. Und, dann gucken wir mal, wie morgen unsere Brote ausschauen. Vielleicht zeige ich die morgen auch noch einmal ganz kurz, wenn wir das Backergebnis auf dem Tisch liegen haben. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich, für dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal wird wieder ein neues Thema kommen. Dann geht es wieder mehr Richtung Bäckereischiene. Aber wir werden immer mal gemischt mal gerne Hobbybäcker einladen und öfter mal noch hier was machen für euch. Dankeschön, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.